Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Dauntless. Zuallererst mal wieder vielen, vielen Dank an alle Unterstützer und auch vielen Dank an alle Leute, die im Supporters Club drin sind und so weiter. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an alle Leute, die mir den Bild hier nahegelegt haben bzw. ihn entworfen haben. Da ein großer Dank an René, der dieses Bild gebaut hat. Und vielen Dank an Andreas und an Sascha, die mir eigentlich nahegelegt haben in verschiedenen Stories. Ey, komm, jetzt spiel endlich mal diesen Bild. Und ich muss ehrlich sagen, Schwert, ich weiß nicht. Geht mir irgendwie gar nicht ab, seit der Cyclone genervt wurde und so weiter. Und ich habe irgendwie gedacht, macht irgendwie auch kein Damage und so. So war meine Einstellung. Mit der Einstellung habe ich das mehr oder minder abgelehnt, habe gedacht, dann spiele ich lieber Schwert oder Speer oder Kettenklingen oder sonst was. Ja, oder die Striker oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja, und aber ich muss wirklich sagen, ich habe mich da krass geirrt. Also ich finde das Bild echt mega. Ich war richtig begeistert gewesen. Es ist relativ einfach zu spielen, zum grundsätzlichen Erlernen eigentlich super einfach. Es ist jetzt nicht schwer oder sowas zu spielen oder so. Aber man kann das Ganze schon ordentlich perfektionieren, sage ich mal. Warum? Es gibt ja die verschiedenen Möglichkeiten, dass ihr eure Kombo-Leiste da oben auflädt. Das geht halt über zum Beispiel dreimal die leichte Attacke, dreimal die schwere Attacke. Dann habt ihr dadurch nochmal neue Kombos, die freigeschaltet werden. Die ihr dann ausführen könnt. Entweder das Randaschen an das Monster, was euch in dem Fall, so wie wir jetzt hier geskillt sind, dann auch nochmal die Möglichkeit gibt, eure Energie neu aufzuladen, sodass ihr euren Special halt schneller aufgeladen bekommt. Oder halt so einen Schuss zu machen, der super geil unterbrechen kann, Behemoths halt. Ja, ich habe das Ganze jetzt hier auch noch mit Eisgeburten so gespielt, also dort gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten, das Ganze zu verändern. Man kann da mit Disziplin, mit Sturm, was weiß ich was reingehen. Es wäre auch super geil, mit Wiedergänger da reinzugehen. Für mich hat es sich so ein bisschen gebissen, da müsst ihr vielleicht das Bild ein bisschen umbauen, weil hier ja auch Hartnäckigkeit und so drin ist. Müsst ihr nicht, könnt ihr. Es wird wahrscheinlich trotzdem richtig starke Ergebnisse erzielen. Ihr habt ja noch die Special-Fähigkeit hier mit dem Wiederaufstehen und so weiter durch die Chrono-War-Waffe. Und das meine ich halt, ihr habt eigentlich viele, viele Möglichkeiten mit zum Beispiel Rechen der Überladung, mit den verschiedenen Kombos und so weiter, das Ganze dann doch irgendwann zu, sag ich mal, perfektionieren. Und dann wird es vielleicht auch prüfungsinteressant, zumindest mal von so einem Bild ausgehend sich ein schönes Schwertbild zu bauen, dass man es mal rafft mit der rechenden Überladung, die man jetzt zum Beispiel hier gesehen hat. Ein schöner Block. Einfach wenn die Monster kommen, ihre Attacken machen, dann einfach euren Special zünden und den könnt ihr auch immer wieder zünden, solange eure Leiste hier oben links abläuft. Das seht ihr ja. Wenn ihr dann schön Damage macht in der Zeit, bleibt ihr auch noch schön aufrechterhalten. Und wenn ihr da schöne Kombos zieht und das perfektioniert, in welcher Situation ihr das macht und so weiter, dann könnt ihr das richtig, richtig lang oben halten. Und das ist auch noch wichtig, wenn die Monster fallen, dann hier an den Monstern rumkloppen, um euren Special dann auch wieder aufzuladen, sodass ihr es beim nächsten Monster dann halt eben wieder habt. Und wie gesagt, dann RB drücken und da könnt ihr da richtig schöne Schadenszahlen rausfetzen. Deswegen habe ich das jetzt hier noch reingemacht. Da kann auch was bei, sag ich mal, selbst mit dem Eisgeburtschuss, den ich jetzt hier als Defensive drin habe, kann man da was erzielen. Wir haben jetzt hier in der Defensive, glaube ich, nur drin Eisgeburt und halt eben die Scan-Laterne, das reicht völlig aus für SKs, es reicht auch für die normalen Erkundungen aus, denke ich mal, auf jeden Fall. Ihr könnt ja, ihr nutzt ja eh die Tränke, sage ich mal, und das sollte eigentlich reichen. In der SK habt ihr dann noch generell eine Gegenheilung, eh schon in den meisten SKs drin. Wir sind auch die Frost-SK gelaufen, also ich habe davon jetzt nicht so viel gemerkt, dass da Parasitär oder sowas fehlt, das passt schon. Also Eisgeburt ist halt das Defensive und das meinte ich halt, das könnt ihr natürlich auch verändern und könnt dann sagen, ich will da ein bisschen mehr Offensive sogar noch drin haben mit Disziplin und so weiter. Wir haben es gemacht, so krass unterschiedlich war das jetzt gar nicht. Also das Bild ist so schon sehr, sehr stark und hat dann die defensive Absicherung. Das hat uns dann eigentlich besser gefallen. Und ihr seht es ja, wir haben hier die Monster auf den Boden gehauen, haben dann den Special rausgedonnert immer wieder und das war schon richtig geil. Ich glaube, Akarus hier haben wir auch einmal gefällt, also betäubt, das geht dann auch gut. Ja, was man vielleicht erwähnen muss, dass man den Betäubungstrank mitnimmt, dass die Monster halt immer schön liegen, dass dann Überwältigung auch getriggert wird und so weiter und so fort, dass man die Teilbrüche drin hat und so. Ja, es macht einfach richtig Bock, ich kann es nicht anders sagen. Testet das Bild wirklich mal aus, wenn es euch ähnlich geht wie mir, dass ihr vielleicht das Schwert auf die Seite gepackt habt und gesagt habt, geht gar nicht. Dann wirklich dreimal leichte Angriffe, dreimal schwere Angriffe, wenn die Monster am Boden liegen oder sowas.
Ja, und dann geht das eigentlich super geil. Special zünden, ein bisschen lernen, wann muss ich blocken und so weiter. Auch hier in der Frost-SK könnt ihr da richtig, richtig Spaß haben, wenn ihr da den Crit-Mast holt oder den Betäubungsmast. Da könnt ihr richtig schöne Specials rausziehen. Ja, und da haut ihr da alles zu Brei. Ihr seht es ja hier. Wir kloppen uns da einfach durch. Es hat einfach mega Fun gemacht. Normalerweise war mein Schwert vorher immer relativ stumpf und das hier ist wirklich richtig stark. Vielen, vielen Dank an alle, die mir das Bild wirklich nahegelegt haben. Das werde ich öfter zocken. Es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, das mal eine Stunde reinzuzocken. Ja, und ich wünsche euch auch viel Spaß mit dem Bild. Bis zum nächsten Mal. Ciao.